Kirche to go fragt, was ist der ökumenische Rat der Kirchen? Der ökumenische Rat der Kirchen, kurz ÖRK, ist ein Zusammenschluss von vielen Christinnen und Christen weltweit. Mehr als 500 Millionen Menschen in rund 350 unterschiedlichen Kirchen und Organisationen in mehr als 120 Ländern und Gebieten bilden diesen Zusammenschluss. Der gemeinsame christliche Glaube an Jesus Christus, wie in der Bibel überliefert wird, bildet die Grundlage für diese große Gemeinschaft. Zu ihr gehören viele orthodoxe, anglikanische, baptistische, lutherische, methodistische, unierte und reformierte Kirchen sowie viele unabhängige Kirchen. Gegründet wurde der ÖRK am 23. August 1948 in Amsterdam. Die ersten Mitgliedskirchen stammten aus Europa und Nordamerika. Heute setzt er sich vorwiegend aus Kirchen in Afrika, Asien, der Karibik, Lateinamerika, dem Nahen Osten, dem Mittleren Osten sowie dem pazifischen Raum zusammen. Für seine Mitgliedskirchen ist der Ökumenische Rat der Kirchen ein einzigartiger und wichtiger Raum, um anderen Christinnen und Christen zu begegnen. Hier können sie zusammenarbeiten, nachdenken, diskutieren, gemeinsam handeln und Gottesdienst feiern. Im Jahr 2022 trafen sich rund 4000 Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedskirchen in Karlsruhe zur 11. Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen und tauschten sich über viele Themen aus. Eine ÖRK-Vollversammlung ist die umfassendste und größte Zusammenkunft von Christinnen und Christen weltweit. Die Vollversammlung trifft sich nur alle 8 Jahre. Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und vereint die Welt. Das war das Thema der Vollversammlung in Karlsruhe. Wie leben wir auf dieser Erde? Welchen Sinn geben wir unserem Leben? Wie leben wir als Gesellschaft zusammen? Wie können wir Verantwortung für zukünftige Generationen übernehmen? Die vielen Delegierten gingen diesen Fragen nach und versuchten, Antworten aus dem christlichen Glauben herauszufinden. Ziele des Ökumenischen Rats der Kirchen sind unter anderem eine sichtbare Einheit der vielen Kirchen in dem einen Glauben, die Förderung des Engagements für Mission, Menschen in Not zu helfen, Schranken zwischen Menschen niederzureißen und sich für Gerechtigkeit und Frieden sowie für die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen. Diese Ziele vereinen die vielen Millionen Christinnen und Christen auf der ganzen Welt.